Die Domus 23. Let's go. Warum ist da so eine Compilation davor? Eligella, you're the best man. Ronaldo, der Allerechte. Ach, das ist ein Intro, okay. Congratulations. Das ist aber ein langes Intro. Elias, I'm big fan. Was geht ab, Freunde? Wie? Es wird normalerweise geklopft, mein Lieber, bevor man die Roomtour startet. Das wissen doch alle. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Hallo? Ich stream gerade. Ich wollte nur fragen, was du gerade machst. Ach so, okay, gut. Ich kenne tatsächlich Sata Hugo. Das ist ja immer so Zusammenschnitte von den krassesten Twitch-Streamern so. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin gerade in einem Kleiderladen, um Kleider anzuprobieren für die Stream Award. Oh, gehst du da mit Kleid hin? Hast du dir mal die Kleiderordnung angeschaut? Wahrscheinlich nicht, wie ich dich kenne. Warte, es gibt eine offizielle Kleiderordnung? Oh Gott, Hugo. Ey, es ist ein Gala-Event, also du brauchst schon einen Anzug oder Smoking sogar. So, in der Dreh mal gucken. Also so wie ich mich kenne, werde ich sie nicht anziehen. Wofür brauchst du das? Stream Award. Und da gehen alle so richtig krank mit Anzug und so hin. Das ist nicht dafür aus, ich sehe aus wie verkleidet. Das ist nicht dafür gemacht, dass man da drunter was anziehen kann. Ich lass los. Das habe ich gesehen, ja. Ich habe ja die Streaming Awards gesehen. Ich habe ohne Mist, Freunde, ich habe so heftig hart für Ronny die Daumen gedrückt. Ich habe tatsächlich die Tridem-Tour auch verfolgt, da wo sie da auf so einen Tridem nach Paris geeiert sind mit Knirps und Dean. Das war wirklich richtig, richtig geil, aber da haben, also halt bei dem, ja, irgendwie Papa Platte Awards, ne, hat ziemlich auf Papa Platte abgeräumt. Ich habe neben mir nämlich auch den männlichen Gewinner des Outfit des Abends. Die Fliege holt's auch für mich einfach ab, also das hammermäßig. Ey, besonders die Crocs, sind die in Sportmode auch? Ja, okay, krass. Hier gibt es die komplette Erklärung, bis gleich. Ein anderes Sendestudio, Party People. Koordination läuft gerade. Wir lassen sie einmal gewähren. Herzlich willkommen zu den Stream Awards 2023. Heute Abend küren wir gemeinsam. Ey, ohne Scheiß, Chat. Ohne Scheiß. Aber ich war da hinten eine ganze Zeit lang mal gestanden, so. Da hat man meinen Namen gesehen. Ich glaube, ich habe da entweder die Krabbe reingespammt gehabt oder ein Herz oder irgendwie sowas in der Art. Vielleicht sieht man das ja. Zusammen die besten Momente aus dem vergangenen Jahr. Oh, du Sohn. Hast du? Da steht Dick Jumpscare. Ich hab nicht das erwartet. Der beste Jumpscare geht heute an Papaplatte. Papaplatte und Reed. Ja, was soll man bei so einem krassen Clip noch groß dazu sagen, ne? Papa Platte, einmal vor zur Bühne bitte. Das beste Streamer-Duo ist dieses Jahr das zweite Jahr in Folge. Ja. Back to back. Das ist so geisteskrank. Ich habe auch letztens einen Clip gesehen, wo er irgendwie bei iShow Speed drinnen war, ne? Und iShow Speed hat gesagt 1000 Subs, wenn er sich eine Glatze rasiert, aber hat er einfach nicht gemacht. Ey, Freunde, ohne Mist, ne? 1000 Subs und Glatze würde ich mir sofort, sofort machen. So. Sofort. Und er lehnt es einfach auf entspannt ab und sagt dann, ja, 10.000. Mach 10.000 Subs. Ey, ich glaube, ich spreche sowohl für Basti als auch für mich, wenn ich sage, dass wir uns über diesen Award am allermeisten freuen. Wirklich, ich liebe diesen Jungen so sehr. Ihr habt keine Vorstellung. Schauen wir mal, wie knapp das Ganze war. Boah. Also das war tatsächlich dieses Jahr der mit Abstand eindeutigste Award. Bestes Streamer-Duo. Ja, da muss ich ja ganz klar, ne, ist ja klar. Es gibt nur ein gutes Streamer-Duo und das ist Montana Black und Elotrix. Papaplatte und Reed. Geisteskrank. Stiggy und Papaplatte. Ecstasy und Papaplatte.
Cash, ja, ist ja auch seine Award. Du hast halt die Hälfte der Awards mindestens auch einfach verdient. Aber... Ja, ja. Achso. Ja, mit wem sonst? Ja, Bro, keine Ahnung. Was hast du gesagt? Nochmal. Das tut mir ein bisschen leid. Ich verstehe, dass es für dich gerade so also ein bisschen unangenehm ist, so viele Pokale zu bekommen, aber das war ernst ein geisteskrankes Crossover. Ah, sorry, I gotta do it, chat. Chat, I gotta do something. Wait, I think I did stream? Papa Platte, der den Zuschauer zum Millionär gemacht hat. Das war richtig krass. Also das habe ich auch richtig hart gefeiert, das habe ich auch gesehen, so wo Papa Platte einfach den einen Dude da zum Millionär gemacht hat. Die waren da irgendwie mit so einer, also halt mit so einem Transporter. Das war, glaube ich, irgendwie, ah shit, wie heißen die? Joko und Klaas, ne? Das war richtig krank. Herzlich willkommen zu den Bonus 2023. An jeden, der Papa Platte dasht, dass der so viele Awards da bekommt, die sind komplett dumm. Der hat sich das angeguckt und seine Community hat natürlich auch für ihn gewotet. Also Stream Awards ist halt gerade noch eher in der Kevin-Tony-Bubble und kommt so langsam aber auch raus. Wir hoffen einfach, dass die nächsten Stream Awards halt von allen Streamern gepusht werden. So. Newcomer des Jahres 2023 ist Nora! Du hast gesagt, dass er alles Kevin nachgemacht hat, weil er auch so erfolgreich sein wollte. Der beste Cringe-Moment dieses Jahres geht an Mr. Neuen Live, Max Schradin. Eine Dame, die mal nett zu Vögeln ist. Alter, so, das habe ich mir ja auch mal überlegt, so mit so Donos oder halt beziehungsweise mit so einem Lautsprecher halt rumzurennen auf dem Flohmarkt. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, das zerstört da so ein bisschen den Vibe, oder? Liest du auch den YouTube-Chat? Bei YouTube gibt es tatsächlich gar keinen Chat. Also, man muss ja, also soweit ich weiß, muss man ja, sobald man den Chat anhat, muss man ja dann auch Moderatoren sozusagen haben. Und deswegen, also nur hier auf Twitch, beziehungsweise aber auch auf TikTok, da sind die Chats aktiviert. Dass wir TTS nicht nominiert sind mit den ganzen Rewe-Dingern mit... Hey, da ist der Mystery Blue, mit dem war ich auf dem Flohmarkt. Ich such Tampons, also wenn jemand TTS gekriegt hat, Digga, dann sind wir das. Oh. Am 25. Sonntagabend... Oha, das ist krass, dass der da drinnen ist, ne, der Mystery Blue. Wird es einen Kochstream mit Frank Rosin geben, Alter. Rätsmann habe ich auch mitgenommen, damit ich da nicht komplett alleine stehe mit Frank Rosin. Wirklich? What the f***? Hä, ist das nicht heute? Warte mal, stimmt das wirklich? Das ist ja jetzt. Ist das wirklich so? Das ist krass. Der hat's geschafft. Die Matt his Idol. Frank Rosin, der Typ, der für seine Miete zuständig ist. Er hat's geschafft. Wahnsinn. Digga, es gibt actually mal Content bei Wieland. Darum macht man das so, dass man erst die Vinaigrette macht oder die Soße, dann die Nudeln kocht, denn es gibt einen Satz, nämlich der heißt, Oh, da darf ich Ihnen sagen, ich habe ihn. Die Nudel wartet nicht auf die Soße, sondern die Soße auf die Nudel. Oder andersrum. Oh, ist das der Satz? Ja. Das ist der Satz. Die Soße wartet auf die Nudel, Soße. Nicht die Nudel auf die Soße. Merkt ihr mal den Spruch. Die Soße wartet auf die Nudel, nicht die Nudel auf die Soße. Chat, notieren, okay? Chat, das ist Klaus. Das ist Inka, moin. Du kannst dort was schreiben, echt? So relevant, wenn ihr morgen im Stream seid und ich euch aufwecke, nachts, wenn ich nachts an eurem Bett stehe und euch aufwecke und euch frage, wer wartet auf was, dann müsst ihr aufspringen und sagen, die Soße wartet auf die Nudeln und nicht die Nudeln auf die Soße. Wieland schneidet mit einem Rosinenmesser. Guck mal, ich habe den schon von dir genannt hier, diesen Zangengriff. Ja, das machst du übrigens gut. Das ist der Profigriff. Das ist der Profigriff. Soll ich dir was sagen? Das ist Weltklasse. Ja! Let's go! Wow! Mein Nachname ist tatsächlich Welte. Ja. 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 Die hast du Welte geschnitten. Glaubst du, du könntest einen Sternekoch aus mir machen? Weißt du, was man nie merkt, wenn man dir nicht einmal persönlich begegnet? Was du für schöne Augen hast. Oh, jetzt Frank, jetzt hör auf. Jetzt hör auf. Jetzt hör auf. Jetzt ist doch vorbei. Eins, zwei. Wie er schon wieder aussieht. Ja, es knallt doch schon wieder. Hallo, der Trimax hier. Tomato X hat ein neues Video hochgeladen, wie wir hier unschwer erkennen können. Der ist schon wieder komplett im Modus. Er opfert sich für uns, haut sich alle Drogen auf der Welt raus. Boah, das ist auch so ein Geschäftsmodell, ne? Er opfert sich. Tomato X auch, ja.
haben wir auch schon mal reagiert, wo er dann zum Beispiel auch mit so Paletten oder so reich werden wollte. Nein. Das passiert, wenn du Salvia nimmst. Digga, der ist immer auf irgendwelchen Drugs, dieser Junge. Tomatolix, ich mache mir ernst langsam Sorgen. Der Bruder hat Gas im Kopf. Ach du Kacke. So sah ich nicht in meinen härtesten Zeiten aus. Der Mann ist gerade mit Tupac und Biggie auf einer Party. Na, das wäre irgendwie schlecht, oder? Wenn er mit Tupac und Biggie auf einer Party wäre. Hui. Das ist Inka, hat gerade Abo gegönnt. Das ist Inka. Vielen, vielen Dank für dein Abo im ersten Monat. Kuss geht raus. Dankeschön. Wir hatten heute schon ein Abo-Ziel erreicht. Ich wollte es nicht nochmal anpassen. Angst, Potter. Ja. Ich werde es dann, am Samstag geht es ja weiter mit Flohmarkt-Stream. Ah, darauf freue ich mich übelst hart. Und am Sonntag wieder Live-Auktion. Dankeschön. Wirklich vielen, vielen Dank. Kann das jemand kurz als Emote bitte machen? Das ist ja eine meiner Lieblingsszenen von Thomas. Aber er ist einfach, er guckt es euch an, Leute, er ist einfach schon Strom im Modus. Da bist du ja nicht nur Subs rausöffnen und dann mache ich. What? Digga, so rede ich nicht. Das ist hier, Bro. Kann ich einen Redbanger geben? Ja. Digga, das wäre meine Mom, glaube ich, wenn sie mal an einem Kiff-Joint ziehen würde, Bro. Ich glaube, no jokes, so stellt sich meine Mom Weed rauchen vor. Bro, holy shit. Ist eigentlich gar nicht funny, aber what the fuck? Hui. Was war denn das? Also, ich guck mal, was die Leute so nennen. Chat schreiben. Mega-Tattoos, stehe drauf, wenn Frauen tätowiert sind. Sandy, ich habe auch noch... Ich wieder die Kommentare liest. Ja, es war lustig. Könnte man eigentlich auch abonnieren, oder?